Um ehrlich zu sein, ich habe nie dran gedacht, Malerin zu werden. Ich habe mich für Kunst interessiert, weil meine Eltern gingen mit uns Kindern ins Museum und haben uns Bilder gezeigt und so, aber das war klassisch und für ein Kind im Museum nicht interessant. Als Kind liebte ich es mehr, mich zu bewegen. Ich bin Sportlerin geworden, ich habe geturnt, ich wurde zweite deutsche Meisterin im Kunstturnen. Das war meine Welt. Und in der Schule, im Zeichenunterricht, im Kunstunterricht, immer nur mittelmäßig. Und ich habe da auch keine besonderen Interessen gehabt. Es hat mich gar nicht so gezogen. Und erst vor 20 Jahren, das sind jetzt 20 Jahre her, da hatte ich eine sehr gute Freundin. Und diese Freundin, die hat immer schon gemalt. Machte schöne Bilder, mehr oder weniger abstrakt, mit viel Geschmack, viel Farbsinn. Und die sagte zu mir, ach weißt du, komm doch einfach mal mit. Ich bin in einem Malkurs, da gibt es eine gute Lehrerin und du könntest doch eigentlich auch malen. Und dann habe ich gesagt, niemals, ich kann nicht malen. Interessiert mich nicht, ich kann nicht malen. Dann sagte sie, ach komm, probieren, einfach ausprobieren. Dann habe ich gesagt, schön, weil du es bist, ich gehe mit. Bin ich mitgegangen, erster Abend, nette Lehrerin. Ich hatte eine eigene Staffelei in diesem Malkurs. Ich hatte Farben zur Verfügung, sie hat alles hergerichtet. Und dann hat sie gesagt, die Lehrerin, jetzt fang einfach mal an und gib was auf die Leinwand. Und ich habe gedacht, oh nein, was soll das, das kann ich nicht. Und trotzdem, ich war mutig, habe den Pinsel genommen und habe was draufgesetzt. Und seit diesem Abend vor 20 Jahren habe ich nie wieder aufgehört zu malen. Nie wieder. Fast täglich, immer wieder. Es hat mich richtig begeistert. Ich wollte einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und ich liebte das, wie auf einer leeren, weißen Leinwand oder auf einem leeren Papier plötzlich sich Gestalten gaben oder Farben oder Kompositionen. Und ich habe gedacht, oh, das bin ich. Das ist mein Werk, toll. Jedes Mal, wenn ich an die Leinwand ging oder wenn ich im Studio war, habe ich mich jedes Mal gewundert, was da für Dinge rauskamen. Ich habe eigentlich gar keinen Plan gehabt. Ich habe mich allenfalls erinnert daran, dass zu den Zeiten, als ich noch geturnt habe für Wettkämpfe, ja, Bodenturnen mit Musik und so, dass die Bewegungen ja immer fließend waren, dass der ganze Körper da in Aktion war, ist klar. Und dass auch beim Malen die Aktion da war. Ich habe wirklich gearbeitet mit meinen Händen, mit meinen Armen, mit der Nähe, mit der Distanz. Ich habe meine Finger voll Farbe gemacht, habe die Hand in Farbe getaucht, auf die Leinwand gegeben. Und habe mich einfach über mich selbst gefreut. Und ich habe mir gedacht, schau mal an, es hat so lange gedauert, bis ich den Zugang zu einer neuen Welt gekriegt habe. Und ich habe nie mehr aufgehört. Das heißt, die Motivation war, mich zu überraschen durch mich selber. Das ist fast wie bei einer Psychoanalyse. Und die habe ich auch studiert, weil ich im zweiten Beruf Psychotherapeutin geworden bin. Also es war auch immer ein Kampf. Ist das, was ich tue, ist das wirklich gut? Bis ich gedacht habe, das ist mir egal, wer sagt, ob es gut oder schlecht ist. Es ist mir ein Bedürfnis, immer dann, wenn ich anfange mit einem Bild,
Dann habe ich meine Farben da, ich habe die Farben gemischt, ich überlege, in welcher Farbe ich arbeiten will. Es kommen innere Bilder raus, kurz bevor ich anfange, kommen innere Bilder, die mir sozusagen den Weg weisen für das Tun, was dann auf der Leinwand oder auf dem Papier kommt. Und das ist jedes Mal für mich selbst eine ganz große Überraschung. Und manchmal bin ich richtig stolz auf mich selbst. Das macht mich glücklich. Eine Geschichte ist eigentlich eine Geschichte einer Idee. Ich arbeite in einem Souterrain hier in München. Das ist meine eigene kleine Welt, das ist nicht sehr groß, ich kann machen, was ich will, ich kann Schmutz machen, ich brauche nicht aufzuräumen. Es ist mein kreativer Raum. Und ich bin nicht jeden Tag dort, weil ich andere Dinge auch zu tun habe, aber ich bin sehr oft dort. Und ich bin gerne dort, mache mir manchmal Musik und es gefällt mir da, es ist still. Das ist wie meine kleine Höhle, wo ich Kreationen mache. Und wenn ich abends im Bett liege und den Tag über denke und dran denke, was ich heute im Atelier gemacht habe, dann überlege ich manchmal, ah ja, schau mal, da unten in diesem Souterrain, da habe ich meine eigenen gemalten Kinder. Die müssen jetzt alleine da unten im Souterrain die Nacht überleben. Und wenn ich wiederkomme, dann mache ich sie noch schöner, wenn es notwendig ist. Manchmal sind sie so schön, dass sie bleiben können, wie sie sind. Aber das ist ein Gefühl wie, sie sind da unten in diesem Keller und sie warten auf mich und ich komme wieder und mache mit ihnen weiter oder ich sage zu ihnen, wir sind fertig, wir sind perfekt. Es gibt noch einen ganz wichtigen Ort, der für meine Malerei ganz entscheidend ist. Der Cliff, der Mann, mit dem ich seit 25 Jahren lebe, wir haben zusammen ein kleines Cottage in Irland. Und auch dort habe ich ein Atelier, wir haben dort ein Atelier eingebaut in einem alten Pferdestall. Und das ist das Schönste für mich, das schönste Atelier der Welt. Das ist ganz aus Glas. Und wenn ich rausschaue, schaue ich auf den Atlantik, schaue ich auf freie Wiesen, ich schaue auf eine Welt, wo es nur Natur gibt. Und Irland und seine Landschaft, das Wasser, die Erde, der Himmel, die Winde, alles, was dort an Klima passiert, an atlantischem Wetter, inspiriert mich zum Malen. Nicht realistisch, natürlich nicht, sehr abstrakt. Und ich kann gar nicht anders als das verarbeiten, was ich dort sehe, an dieser schönen irischen Landschaft. Muss ich keine Vorbilder haben? Gar nichts. Ich schaue raus und es entsteht irgendwas. Ich muss mich nur hüten, dass ich nicht zu viele Bilder in Grün und Blau male, denn Irland ist ein grünes und blaues Land, das ist der Atlantik und das Wasser und die Wiesen. Aber sonst kommt die Landschaft einfach in mich hinein und sie kann von mir wiedergegeben werden und es macht mich einfach glücklich.